Also Leute, ich versuche mich momentan an einem neuen Upload-Plan, der diese Woche auch schon startet. Der Termin am Montag um 18.30 Uhr bleibt bestehen. Da kommen dann immer so aufwendige Videos wie Reviews und Unboxings. Aber es kommt ein zweiter Tag dazu, also zwei Videos pro Woche, nämlich der Freitag um 20 Uhr, wo dann eher so zeitsparende Videos kommen wie Tutorials oder Anleitungen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Playlisten umwandeln könnt. Also wenn ihr zum Beispiel von Apple Music auf Spotify umsteigt und ihr eure Musik sozusagen mitnehmen wollt. Dafür brauchen wir eine Webseite und wir gehen hier einmal auf Safari. Ich habe das hier schon einmal gegoogelt, das heißt, die Webseite heißt SoundEEZ und dann können wir hier auch direkt einmal drauf drücken. Dann seht ihr hier schon einmal, ja, jetzt starten, könnt ihr einmal drauf drücken und müsst euch dann im nächsten Schritt einmal anmelden. Wenn ihr euch dann einmal angemeldet habt, könnt ihr hier an der Seite einmal eure zwei Apps einloggen, also mit eurem Konto und die damit verbinden. Also ich bin hier schon mit Apple Music und Spotify angemeldet. Apple Music hat da auch so eine Krone drauf, das heißt, dass das sozusagen meine Hauptplattform ist. Aber wir transferieren das jetzt mal in die andere Richtung, also von Apple Music zu Spotify. Dafür gehen wir hier einmal, also ich bin hier an der Seite auf die drei Pfeile gegangen. Und dann gehen wir hier einmal auf Transfer. Für die anderen Sachen braucht ihr Premium, deswegen machen wir hier einfach einmal Playlists. Dann wählt ihr als erstes einmal die Plattform aus. Also ich habe hier einmal Apple Music. Dann können wir uns hier die Playlist aussuchen. Das sollte dann auch alles hier mit verbunden sein. Guck, ich habe hier unten schon mal Playlist YouTube erstellt. Da drücke ich hier auf Confirm und Continue. Dann könnte ich mir jetzt hier auch noch einen neuen Titel aussuchen, der ist aber hier eigentlich jetzt schon gespeichert. Man kann auch noch Tracks, die zweimal auf der Playlist sind, also die gleichen Songs rausfiltern lassen, aber das ist mir eigentlich egal. Hier noch einmal weiter, denn wenn wir mir hier einmal alle Songs angezeigt, also er hat auch alle gefunden, 16 Stück sind das, dann hier einmal weiter und dann kann ich mir schon die Plattform aussuchen, auf die ich das transferieren möchte. Das ist jetzt hier einmal Spotify und dann müssen wir einmal kurz warten. Manchmal ist es auch so, dass er nicht alle Songs findet. Hier hatte ich jetzt Glück und es haben alle Songs funktioniert. Wir schauen uns jetzt einmal an, ob er auch alle Songs mitgenommen hat. Dafür gehen wir einmal wieder auf unseren Homescreen und schauen uns gleich einmal. Und dann schauen wir auch einmal in die Spotify-App. Können hier unten auf meine Bibliothek gehen und dann sieht man hier auch schon, die Playlist YouTube ist hier drin. Und es sind auch alle Songs, die ich haben wollte, sind hier auch mit drin. Ich hoffe, bei euch klappt es genauso wie bei mir. Falls ihr noch mehr Fragen habt oder irgendwas schief läuft, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keins meiner weiteren Videos mehr verpasst.